Hallo und herzlich willkommen an das Kollektiv der Krebse und all diejenigen, die den Krebs im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Herzlich willkommen zu deiner Jahreslegung 2023. Dieses Format mache ich hier schon seit 3 Jahren und besteht aus genau 2 Teilen. Teil 1 ist das Lenormand, wo wir einmal eine Bestandsaufnahme machen für die einzelnen Bereiche in deinem Leben, wie Liebe, Beziehungen, Beruf, Finanzen, und dann schauen wir nochmal, was so um dich herum liegt. Und dann gehen wir in die einzelnen Monate ins Detail mit dem Seelenreisetarot, wo ich dir 4 Karten ziehe für jeden Monat, also die Hauptenergie, die Herausforderung, der Tipp für dich und wie sich das Ganze entwickelt, und eine Orakelkarte ziehen wir dazu zusätzlich ebenfalls. Ich würde sagen, in diesem Sinne, hol dir Kaffeekuchen, mach's dir gemütlich. Denn falls du jetzt mit mir hier die gesamte Zeit verbringst, also sowohl für die Bestandsaufnahme als auch für die einzelnen Monate, dann sind wir jetzt gemeinsam hier eine Stunde um und bei. So. Da rausgeflogen. Oh, die Fische. Entweder wird es ein sehr gefühlvolles Jahr oder finanziell vielleicht ein recht gutes Jahr. Schauen wir mal. Ich lege einmal die erste Reihe aus. So, und dann checke ich einmal, wie die erste Reihe liegt. Hier die Dame im Übrigen, das bist du, egal ob du Mann oder Frau bist. Also ist eine geschlechterneutrale Karte, die aber dich als Krebsi zeigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wobei, das ist eigentlich ganz gut, oder? So. Ja. Okidoki, weiter geht's. Also, die Dame bist du. Dann haben wir hier Herz für Herzensangelegenheiten und die Liebe. Also einer der Hauptkarten tatsächlich. Der Ring, Partnerschaft. Hier die andere Person, mit der du es zu tun hast, kann wieder Mann oder Frau sein, auch wenn es hier ein Herr ist. So. Was haben wir noch? Ja, die Fischchen fehlen noch. Fische und der Anker. Anker ist die Arbeit, Fische, wie gesagt, Finanzen oder auch Gefühle. Hier ist der Anker. Und hier sind die Fische. Julia wieder hier mit ihrem kleinen Ordnungsdrang, den ich auch nur bei Karten habe. Ansonsten bin ich nicht so penibel, aber mit den Karten hier, das macht mich immer ganz kirre, wenn die nicht richtig liegen. So, also. Wir haben hier einmal dein Jahr liegen. Du bist hier oben im Hause des Schiffs. Und wo ist das Schiff? Lass uns mal gucken. Wo haben wir es denn? Ah, hier. Ah, okay. Okay, lass mich mal weiterschauen. Für diejenigen, die das Lenormand nicht kennen, du kannst das Lenormand auf verschiedene Art und Weise deuten, sprich die Karten, die um dich herum liegen, den Hausplatz, die Position, in der die Karte liegt. Dann gibt es das Rösseln, das Spiegeln. Ich versuche, mich da so ein bisschen zurückzuhalten, aber weil es für den einen oder anderen ein bisschen verwirrt werden kann, wenn ich da zu sehr drauf eingehe. Deswegen gucke ich jetzt einmal quasi, was die Botschaften hier sind. Wir haben nämlich hier das Schiff im Hause des Kreuzes, Kreuz im Haus des Storch hier im Hause des Parkes. Es sieht so ein bisschen so aus, wenn ich mir das so anschaue, dass es hier gefühlt eine Veränderung in deinem Leben gibt, auf die du dich hinzubewegst, die aber sehr herausfordernd ist. Wir haben hier eine Belastung im Hause der Veränderung. Das kann, und hier haben wir eben diesen Aspekt, gehe ich auch nochmal kurz drauf ein. Du bist im Hause des Boots, des Schiffs, also da haben wir gefühlt, dass du sehr fokussiert bist auf eine, das könnte eine Übergangsphase sein, gerade weil wir es mit dem Storch in der Verbindung haben. Könnte das eine Übergangsphase sein in deinem Leben, die aber geprägt ist durch ein paar Belastungen und beziehungsweise
gefühlt, was die größte Belastung ist, ist eigentlich diese Veränderung und diese Übergangsphase damit. Es könnte hier auch um eine Reise gehen. Also, was dich hier belasten könnte, kann, abgesehen von einer Übergangsphase, auch etwas zu tun haben mit einer Reise, mit etwas, was in der Ferne liegt oder dem Ausland auf gewisse Art und Weise. Das wären ebenfalls Thematiken, die hier gefühlt im Wandel sind und wo es gefühlt mit einer Veränderung eine Belastung gibt. Und die Veränderung hier ist im Hause des Parkes. Es kann sein, dass es hier eine Veränderung gibt, die was zu tun hat mit einer Feier oder einem Event. Vielleicht empfindest du eine Feier, ein Event als Belastung auf gewisse Art und Weise. Vielleicht empfindest du aber auch die Öffentlichkeit oder die öffentliche Situation, wo sich irgendwas verändert und das könnte eine Belastung sein. Vielleicht verändert sich was in deinem Umfeld, vielleicht verändert sich etwas, wobei das dein weiteres Umfeld ist, oder dass es hier eine gewisse Gruppe gibt, ein soziales Umfeld und dort gibt es eine Veränderung. Diese Veränderung ist aber gefühlt, hat zu tun mit Belastungen hier. Und das ist das Erste, was ich einmal sehen kann durch diesen Aspekt. Du selber hast im Hause, in deinem Haus den Stern, ist eine ganz tolle Karte für Erfolg und für eine Wunscherfüllung. Die Wunscherfüllung und der Erfolg könnte sich hier beziehen auf den Hund, weil hier das Hause des Sterns ist. Das heißt, da haben wir im Hause deiner Wunscherfüllung, entweder ist hier ein guter Freund, oder wir haben hier Hilfe und Unterstützung, die du dir wünschst, die wir hier haben, möglicherweise an der anderen Person dran oder verbunden mit der anderen Person. Auch die Thematik Loyalität und Treue könnte hier etwas sein, was du dir wünschst und hier an der anderen Person dran ist. Mit der, muss ich einmal ganz kurz sagen, sehen wir hier eine Partnerschaft und Beziehung, auch wenn du mit der Beziehung ein bisschen im Zwiespalt bist. Da haben wir quasi den Fuchs. Der Fuchs ist auch wieder in den Emotionen. Der Fuchs fragt sich manchmal, hey, ist das richtig oder falsch? Da fragst du dich so ein bisschen bezogen auf diese Situation, hey, ist es richtig, ist es falsch, diese Partnerschaft oder Beziehung, wie fühle ich, was sind meine Gefühle und Emotionen hier in dieser Angelegenheit? Das ist etwas, was wir hier einmal sehen. Grundsätzlich aber, wie gesagt, ist hier auch wirklich eine signifikante Wunscherfüllung. Ich habe das Gefühl größtenteils, dass es hier um das Thema Unterstützung und unterstützt werden geht. Wenn ich mir die Karten mal anschaue, hier haben wir um dich herum recht positive Karten, weil wir erstmal den Bären haben. Der Bär sagt mir, du bist vielleicht jemand, der A, recht dominant ist oder in einer Führungsposition ist oder jemand, der hier, ich habe das Gefühl, du bist hier recht stark. Wir könnten auch einen starken Einfluss hier an deiner Seite haben, der wiederum auf die andere Person fällt. Also die andere Person hier, klar, wenn du mit der in einer Beziehung bist, scheint schon wirklich einen starken Einfluss auf dich zu haben. Nun haben wir hier auch das Glück, also wir haben Glück in Thematiken, da gehe ich jetzt immer erstmal auf die Hausplätze ein und schaue mir quasi an, was so die unmittelbaren Energien um dich herum sind. Du hast hier im Prinzip eine glückliche Chance oder Glück kommt in die Familie, Glück kommt in das Zuhause, Glück kommt in dein Privatleben. Aber Glück, finde ich, trifft jetzt mal noch nicht so ganz, ist schon mal eine gute Energie, dass irgendwas hier leichter wird, oh, da kommt das Glück rein, das freut einen ja zu hören. Grundsätzlich geht es aber auch um Chancen. Hier ist eine Chance in deinem Privatleben, eine Chance, die sich zeigt in der Familie, eine Chance, die sich zeigt mit deinem Zuhause. Das empfinde ich als etwas sehr Positives, etwas, was wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben bringt. Und wir sehen hier, die Chance könnte auch sein, dass hier weil hier haben wir das Haus, ne? Das Haus im Hause des Neuanfangs, also vielleicht ein neues Haus, eine neue Wohnung, ein Neuanfang bei dir zu Hause auf gewisse Art und Weise, ein Neuanfang in der Familie, mit der Familie oder du fühlst dich, es könnte einfach sein, dass du dich sehr zu Hause fühlst, dass das etwas Neues ist, dass du sagst, oh, ich bin jetzt echt zu Hause, ich bin bei mir angekommen, auch das wäre eine Möglichkeit hier. Wir sehen den Einfluss hier. Es gibt gefühlt, was diese Chance angeht, mit dem Neuanfang in der Familie, dem Privatleben, dem Zuhause. Da gibt es die andere Person hat dann einen gewissen Einfluss drauf, auf diese Chance, auf diesen Neuanfang. Die ist auch damit verknüpft an diese Situation. Wir haben die Herzensangelegenheit ebenfalls hier an der Seite oder beziehungsweise unter dir. Das heißt, die Liebe kann man einmal sagen, okay, in diesem Jahr wirst du auch sehr viele Dinge haben, die dir Freude bereiten. Da sind sehr viele Dinge, die dir am Herzen liegen und die sind auch ganz dicht bei dir. Was wir aber sehen, und da sehen wir die gesamte untere Reihe, die sich hier wirklich aufeinander bezieht,
das Herz und die Rute. Es gibt in einer Herzensangelegenheit, in einer oder in der Liebe für dich ein bisschen Nervosität und Stress aufgrund von Konflikten in der Liebe. Vielleicht auch das eine könnte das andere mit bedingen. Also hier sind gewisse Konflikte, die für Nervosität und Stress sorgen innerhalb der Liebe. Und das ist etwas, was wir hier ebenfalls haben. Und wenn ich mal gucke, okay, was liegt denn da drum herum? Was sind denn so diese Faktoren, die quasi Teil eines Konfliktes sein können? Haben wir hier einmal das Thema Kummer und Sorgen, die einmal hier sind. Das könnten ja Kummer und Sorgen sein, das könnten gewisse, wie sagt man, Verlust oder Verlustängste sein, die hier grundsätzlich eine Rolle spielen. Lass mich mal eben kurz weiterschauen, okay. Okay, das heißt, das habe ich hier einmal dran. Also ein Konflikt könnte in der Liebe darstellen, das Thema Verlust, Verlustängste oder dass es hier ein bisschen Kummer und Sorgen geht. Jetzt gucken wir uns mal das Haus hier an, wo quasi das ist das Haus für Kummer und Sorgen. Da sehen wir das Glück. Zum einen, die Sonne sagt mir immer, wer ist jetzt der Klee gewesen, der ja auch hier nebenan ist? Da kann man sagen, okay, vielleicht geht hier in irgendeiner Ansicht auch irgendwie das Glück ein bisschen verloren. Wobei ich definitiv spüre, dass hier ein Neuanfang auf gewisse Art und Weise liegt. Vielleicht hat er damit was zu tun, dass etwas losgelassen werden muss. Auch das wäre möglich. Ein Neuanfang hier bei dir persönlich im Privatleben, der aber vielleicht mit einem Verlust oder wo etwas losgelassen wird, einhergeht. In diesem Falle würde ich die Sonne immer darauf beziehen, dass aber innerhalb dieser Kummer und Sorgen die Sonne ballert dir immer alles weg, wie ich so schön sage. Das heißt, die Sonne. Vielleicht hast du so ein bisschen den Zwiespalt hier auch mit der Energie, auch bin ich hier wirklich glücklich? Das könnte sich hier unmittelbar auf diese Reihe beziehen, der Partnerschaft und Beziehung. Guck mal, da sind die Mäuse, die einmal hier runtergehen. Wenn wir uns die Hausplätze auch anschauen, haben wir hier vielleicht ein bisschen Verlust, Verlustängste, Kummer und Sorgen, was das Leben, das oder langfristige Planung angeht, weil hier eine Beziehung im Zwiespalt ist, wo das Glück an dir nagt oder wo du vielleicht sagst, ah, ich weiß nicht so genau, ob ich glücklich bin, na, ein bisschen Verlust, Verlustängste. Und dann haben wir den Zwiespalt hier wieder auf emotionaler Ebene. Wobei grundsätzlich ich das Gefühl habe mit der Sonne hier, dass es schon, dass diese Verlustängste oder diese Sorgen, die da sind, die werden sich im Laufe des Jahres, je nachdem wann die sich zeigen, ich habe das Gefühl, die werden sich aufheben. Da kommt das Glück wieder, da kommt die Sonne, weil die Sonne viel stärker ist. Die Sonne ist die stärkste Kraft, die wir hier haben. Also von daher, das haben wir hier. Ich möchte tatsächlich das Herz mal ein bisschen weiter anschauen, um zu gucken, okay, was könnten denn diese Konflikte sein noch? Ein Teil dieser Konflikte, und das haben wir im Prinzip vorhin schon gesehen durch die erste Sache, die durchkam, ein Teil dieser Konflikte ist eine Veränderung im Prinzip hier. Eine Veränderung, die sich hier auch bezieht auf dein Leben generell oder deine Langzeitprojekte. Das sehen wir hier ebenfalls. Ne? Ganz spannend, die Maus hier einmal runter. Die Maus ist im Hause deines Lebens generell. Da ist dann der Konflikt, Nervosität und Stress. Hier haben wir dein Leben im Hause des Turmes und der Turm auch nochmal hier unten dran. Das heißt, ich sehe hier wirklich so einen Faden, der sich durchzieht, wo wir einen Konflikt haben mit einer Langzeitplanung, wo vielleicht auch die Thematik ist, vielleicht fühlst du dich alleine, vielleicht fühlst du dich abgegrenzt oder ausgegrenzt oder vielleicht möchtest du dich abgrenzen von einer Situation oder zurückziehen von einer Situation, das oder einer Person. Das könnte ebenfalls etwas sein. Und grundsätzlich ist es aber angeknüpft an eine Herzensangelegenheit oder die Liebe. Wenn wir uns das mal weiter anschauen, die Liebe hier, wie gesagt, was wir hier zum einen sehen im Hause der Liebe, ist eigentlich die Stabilität. Das heißt, eigentlich haben wir hier eine verankerte Liebe, eine stabile Liebe, wo sehr viel Stabilität und Sicherheit drin ist. Hier sehen wir auch eine starke Liebe, eine alte Liebe. Das könnte eine Seelenliebe sein, die hier liegt. Nervosität und Stress ebenfalls dran. Hier sehen wir allerdings auch die Lösung. Eine Lösung innerhalb der Liebe kann wirklich auch das Thema. Und das ist spannend, weil das ist gleichzeitig Teil deiner Wunscherfüllung oder das, was jetzt gut und erfolgreich wird, ist diese Thematik von Unterstützung und unterstützt werden. Das scheint hier eine Schlüsselthematik tatsächlich zu sein. Danke dafür. Eine Schlüsselthematik zu sein.
Was ganz spannend ist, das habe ich auch noch nie so gesagt, deswegen einmal hier danke an die geistige Welt. Eine Schlüsselthematik hier in deinem Leben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, du würdest dich lieber zurückziehen von Situationen, die dich nicht unterstützen oder wo du zu viel Energie dran verlierst und dann hier in die Veränderung gehen und damit quasi auch riskieren, dass hier vielleicht ein vorübergehender Konflikt ist, als in Situationen zu bleiben, die dich nicht unterstützen. Ich habe das Gefühl, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn wir uns das einmal anschauen, sehen wir hier tatsächlich diese Liebesbeziehung. Das sehe ich jetzt erst. Das Herz gespiegelt sagt mir, okay, hier ist eine Liebesbeziehung, eine Liebespartnerschaft. Klar, mit der Person, die Sache ist verankert. Wir sehen, das ist eine Langzeitpartnerschaft, eine Langzeitbeziehung. Was wir hier sehen, A, entweder eine überraschende Entscheidung, die getroffen wird, weil die Überraschung haben wir im Hause der Entscheidung. Es könnte sein, dass überraschend auch Möglichkeiten auf diese Partnerschaft zukommt, was auch wieder gefühlt damit zu tun hat, wie es jetzt in der Zukunft weitergeht. Abgesehen davon, das ist erstmal auch ein guter Aspekt, wo wir grundsätzlich Anerkennung und Wertschätzung haben. Ne? Nettigkeiten innerhalb einer Partnerschaft, Anerkennung, Wertschätzung, vielleicht kommt eine Überraschung auch in anderer Form. Wo haben wir denn die Entscheidung liegen? Da unten. Ah, okay, alles klar. Okay, das im Hause deiner Herausforderungen haben wir die Entscheidung. Also, wir haben hier vielleicht eine überraschende Entscheidung und diese Entscheidung gefühlt ist aber herausfordernd. Was ist diese Herausforderung? Worum geht es hier? Davon abgesehen, dass es eine schwere Entscheidung sein könnte, könnte es aber auch eine Entscheidung sein, die etwas zu tun hat mit einer Herausforderung. Die Herausforderung sehen wir hier in den Gedanken der anderen Person. Worüber denkt die andere Person nach? Über Blockaden und Herausforderungen. Und die haben zu tun mit A, Komplikationen und Umwegen, was jetzt wieder ein bisschen sehr weit gefächert ist. Vielleicht, weil Dinge ein bisschen länger dauern, vielleicht, weil irgendwas doch ein bisschen komplizierter ist, als man ursprünglich dachte. Aber es kann auch mit einer anderen Person zu tun haben, in der Regel eine Frau. Eine Mutter, eine Schwester, eine Freundin, eine Rivalin. Also hier könnte es gefühlt Komplikationen und Umwege geben, aufgrund von dessen, dass eine andere Person in diese Situation mit involviert ist und vielleicht ein bisschen manipuliert. Und das könnte hier eine große Herausforderung darstellen. Und daraufhin bezogen wird dann eine Entscheidung getroffen, die vielleicht nicht leicht fällt oder einfach die bezogen ist auf diese Blockaden und das könnte recht überraschend kommen. Wenn das nicht überraschend kommt, dann kann es auch sein, dass diese Entscheidung letzten Endes wie ein Geschenk sein wird, weil hier diese Entscheidung dann wieder hier in die Sonne geht. Und was auch wieder ganz spannend ist, weil das würde vielleicht auch erklären, warum wir hier das Thema Verlust oder Verlustängste haben, ne? Wir sehen eine Veränderung, das sagte ich bereits im Prinzip vorhin schon, Veränderungen hier. Wenn wir uns mal die Mitte anschauen, worum geht es zentral in deinem Jahr? Um Veränderungen, die zum Teil Konflikte mit sich bringen, weil Veränderungen, die quasi über eine Entscheidung getroffen werden, die auch wiederum Konflikte mit sich bringen und die haben was zu tun. Da haben wir es wieder dem Zuhause, der Familie, deinem unmittelbaren Umfeld. Die haben damit zu tun, vielleicht auch, dass du dich irgendwo zu Hause fühlst, dass du dich schützen möchtest, dass du dich absichern möchtest. Auch das könnten alles Thematiken sein, die Teil sind von einer Entscheidung für eine Veränderung. Vielleicht Konflikte innerhalb der Familie, Konflikte innerhalb des Zuhauses. Entscheidung treffen für Veränderung hier. Also das ist quasi das, was wir hier nochmal zentral haben. Gespiegelt bist du auf Unklarheiten. Was ist denn hier unklar? Hier gibt es Informationen, Wissen, Fakten. Die kommunizierst du mit der anderen Person. Und es gibt Unklarheiten bezüglich der Gefühle und Emotionen hier. Also Informationen, Wissen, Fakten liegen hier, werden kommuniziert mit der anderen Person. Genau, doppelt gemoppelt gerade. Jetzt komme ich in die gleiche Schlaufe wieder rein. Ding dong. Ja, das haben wir hier ebenfalls. Ich schaue gerade nochmal, was wir noch, wir sind jetzt gerade sehr natürlich auf diese Sache eingegangen. Wir haben hier gegebenenfalls auch einen plötzlichen Einfluss. Einmal grundsätzlich könnte die Sense dafür bedeuten, dass jetzt auf dich etwas zukommt, wo hier recht schnell, recht plötzlich vielleicht eine Information oder eine Aktion ist. Es könnte eine Aktion sein, wo irgendwas gekürzt wird. Also wir haben dann Reiter hier, der Reiter steht für Nachrichten, etwas, was auf dich zukommt oder
Genau, etwas, was im Prinzip auf dich zukommt oder die Aktion, die jetzt getätigt wird. Und da gibt es eine Aktion, die getätigt wird oder was, was jetzt auf dich zukommt, was damit zu tun hat, dass etwas gekürzt wird. Das hat einen großen Einfluss hier auf dich gefühlt. Und ich habe das Gefühl, was es auch hat, ist zum Teil, dass das für dich auf irgendeine Art und Weise eine Chance darstellt, eine neue Chance darstellt. Oder dass du dadurch leichter wirst oder dass du dadurch glücklicher wirst oder dass du sagst, okay, cool, hier ist, das ist eine glückliche Chance. Lass mich mal weiterschauen. Was haben wir hier noch? Ja, mit Sicherheit eine langfristige, ja, innerhalb dieser langfristigen Pläne oder einer langfristigen Liebe gibt es die Veränderung. Da drehen wir uns gerade im Kreis. Ich würde sagen, wir gehen einmal hier zu dieser Situation, weil da sehen wir natürlich die Partnerschaft dran. Ein paar Aspekte haben wir hier schon gesagt. Es gibt Unklarheiten bezüglich Herausforderungen und Blockaden, die auch gefühlt die Harmonie, den Frieden stören. Auch die Lilien können nochmal zusätzlich für die Familie stehen. Also auch da könnte es Blockaden, Herausforderungen geben innerhalb der Familie. Und egal, ob das jetzt innerhalb der Familie ist oder ob das zu tun hat mit Blockaden, die die Harmonie und den Frieden stören, gefühlt gibt es hier etwas, was im Stillstand ist oder was beendet wird. Und wenn ich mir das einmal anschaue, dann haben wir hier den Stillstand oder das Ende oder die Veränderung auch zusätzlich nochmal im Hause des Ankers. Der Anker kann nun stehen für die Arbeit. Also es könnte sein, dass es Unklarheiten gibt. Blockaden, Komplikationen, die dazu führen, dass der Frieden, sage ich mal, erstmal nicht so gegeben ist. Und dass der Frieden blockiert ist aufgrund dessen, dass wir hier etwas haben, was im Stillstand ist, was sich beziehen kann auf die Arbeit. Es kann aber auch sein, wenn ich mir nur diesen Aspekt anschaue, würde ich sagen, okay, du kommst hier mit etwas in den Frieden, in die Harmonie, das beendet wird oder im Stillstand ist. Was dann wiederum eine positive Sache ist und das bezieht sich auch auf die andere Person. So, normalerweise würde ich jetzt sagen, hier, das haben wir im Hause der Arbeit, ne? Das könnte also eine berufliche Sache sein. Wir haben hier den Anker aber im Hause des Herzens. Das heißt, es kann sich hier um zwei Sachen drehen. Entweder wird hier irgendwas beendet, verendet, endet die Stabilität innerhalb einer Partnerschaft und Beziehung. Das ist der Stillstand, ne? Die Verankerung könnte hier quasi insofern enden innerhalb der Liebe oder aber innerhalb einer Arbeitsstelle oder einer Arbeit, die man eigentlich sehr gerne macht und die dann wieder dazu führt, dass vielleicht diese Arbeit beendet wird und man dann vielleicht einen kleinen Einbruch auch in der Stabilität hat. Auch das könnten diese Verlustängste sein, die wir hier zum Teil haben, die eben an der Stabilität nagen tatsächlich. Weil auch hier die Maus natürlich im Hause des Baumes könnte die Stabilität sein. Nun, wenn ich mir das Ganze mal weiter anschaue, das ist einmal das, was wir hier haben. Wir sehen die Partnerschaft, Hilfe und Unterstützung haben wir hier, haben wir gerade schon mal gesagt. Wir haben Nervosität und Stress hier, aber auch die beste Karte des ganzen Decks haben wir hier. Und da haben wir die Sonne. Das heißt, wir haben hier zweimal der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe das Gefühl, dass es hier auch bedeutet, dass viel kommuniziert wird. Die Vögel können auch für die Kommunikation stehen. Das heißt, es kann auch darüber geredet werden, was gekürzt wird, was jetzt vielleicht hier direkt auf dich zukommt, dass hier eine Kommunikation ist, aber über das, was einen vielleicht auch Stress bereitet, über Dinge, die gekürzt werden sollen, über die Komplikationen. Es wird viel geredet hier mit der anderen Person und ich habe das Gefühl, es werden Lösungen gefunden, die hier dann wieder gefühlt beide Parteien sehr glücklich machen werden. Das sind einmal die Karten, die ich hier um diese Person habe. Im Hause der anderen Person sehen wir die Kommunikation, also Kommunikation über Fakten mit der anderen Person. Die Kommunikation kann hier tatsächlich auch sein. Was sind die Fakten? Die Fakten sind hier, beziehungsweise das ist das Haus der Fakten. Es kann kommuniziert werden über einen Rückzug, eine Trennung, das Thema alleine sein oder eine Abgrenzung. Das wäre ebenfalls möglich hier. So, schauen wir uns das Ganze mal weiter an. Gehen wir mal auf den Ring. Der Ring, wie gesagt, wir hatten das vorhin schon. Du bist so ein bisschen im Zwiespalt, da nagt ein bisschen was an dir. Es nagt so ein bisschen der Zweifel. Was wir ebenfalls hier haben, ist, dass es eine Sache sein könnte, auch das hatten wir gerade schon, weil es auf der Seite lag, dass hier irgendwas an dir nagt zum Thema Familie oder Zuhause. Und da sehen wir ebenfalls diese Entscheidung nochmal dran.
Wir sehen die Maus hier, also es gibt Unklarheiten bezüglich der Blockaden innerhalb der Partnerschaft und Beziehung oder es gibt Unklarheiten, weil irgendwas gefühlt recht anstrengend und recht schwierig ist, was sich auch wieder auf die andere Person bezieht. Gefühlt klärt sich aber zumindest dieser Zweifel hier. Ich habe das Gefühl, den Zweifel, den du hast innerhalb einer Partnerschaft, das klärt sich für dich auf gewisse Art und Weise. Hier sehen wir eine Entscheidung, die überraschend in den Erfolg oder in das Glück führt. Also da auch wieder einen sehr schönen Aspekt. Und das ist was, was man auch immer beachten muss, dass natürlich wir hier jetzt, ich sag mal, ein ganzes Jahr liegen haben. Und du kriegst jetzt kleine Bausteine aus den verschiedenen Bereichen deines Jahres. Deswegen ganz gut auch nochmal im Nachhinein diese Legung anzuhören oder dir Notizen zu machen. Aber hier ist auch eine Entscheidung, die, wie gesagt, überraschend ins Glück führt. Also da wirklich sehr, sehr positiv. Die beste Karte des ganzen Decks ist für dich angeschlossen an die Beziehung, an die andere Person und an die Arbeit oder die Stabilität. Also sehr viele Karten hier sind tatsächlich angeschlossen an dein Glück und deinen Erfolg. Also so gesehen sehr, sehr positiv hier. Wenn ich jetzt mal weiterschaue, würde ich sagen, ja genau, hier sehen wir die Finanzen oder die Gefühle. Finanzielle Aspekte können hier zum Beispiel eine Rolle spielen innerhalb dieser Partnerschaft, weil wir hier die Fische haben. Die Fische können auch für eine Seelenpartnerschaft stehen im Hause des Ringes, können auch dafür stehen, dass es hier sehr gefühlvoll ist innerhalb der Partnerschaft. Was wir aber so ein bisschen sehen, sind diese Belastungen, entweder finanzielle Belastungen oder emotionale Belastungen, die wieder was zu tun haben mit dem Thema Rückzug, Abgrenzen, Abgrenzung oder mit dem Thema Sicherheit. Es ist auch ein Rückzugsort, wo man in Sicherheit geht und das Thema sich absichern, absichern. Vielleicht ist jemand hier sehr verschlossen, vielleicht ist jemand emotional sehr verschlossen. Das könnte eine Möglichkeit sein, die hier zu Belastungen führt innerhalb der Partnerschaft. Es könnte ebenfalls sein, wenn es um die Finanzen geht, dass es darum geht, die Finanzen abzusichern, aber dass wir hier vielleicht eine Belastung liegen haben aufgrund einer offiziellen Sache, gewisse Behörden oder Ämter, die hier eine Rolle spielen, ne? Das wäre ebenfalls etwas. Wenn ich mir den mal anschaue hier, also hier haben wir die Fische, die Sense, die Lilien und hier der Fuchs. Alles, was ich jetzt sage, bezieht sich entweder auf die Gefühle oder auf die Finanzen. Und da haben wir hier eine Kürzung. Entweder emotionale Verletzungen haben wir hier oder dass die Gefühle gekürzt werden. Das könnte etwas sein. Wir sehen hier dann grundsätzlich etwas, was zu tun haben kann mit dem Frieden und der Harmonie, wo auch das gefühlt gekürzt wird. Und hier haben wir nochmal den Zwiespalt. Also was diese Energie hier angeht mit Gefühlen oder mit den Finanzen, haben wir ein bisschen anstrengende Energien aufgrund dessen, dass wir hier schon mal diese Belastungen dran haben und dass wir hier auch nochmal die Kürzung haben. Vielleicht aufgrund von familiären Aspekten und hier auch nochmal Vorsicht vor falschen Geldausgaben. Auch da, ne, vorsichtig sein. Also da würde ich sagen, tatsächlich, was die Finanzen angeht, weil ich die Karte jetzt hauptsächlich mal als Finanzen deuten möchte, würde ich sagen, ein bisschen sparsam sein, ein bisschen vorsichtig sein, absichern kann ein ganz gutes Thema hier sein, damit du, falls hier in irgendeiner Art und Weise ein Stillstand ist oder eine Veränderung in der Arbeit ist, dass du hier ein bisschen in der Harmonie, im Frieden bleiben kannst und dich das nicht zu sehr rausrockt. Denn wie gesagt, wir haben hier mit dem Aspekt auch im Hause der Arbeit den Hinweis, dass es sein könnte, dass eine Arbeit im Stillstand ist oder verändert, transformiert, losgelassen wird. Dann schauen wir uns das Thema Arbeit doch nochmal genauer an. Das ist jetzt so der letzte Punkt hier. Du machst grundsätzlich etwas arbeitsmäßig, was dir sehr am Herzen liegt. Wir haben auch den Erfolg hier. Das könnte dich sehr glücklich machen. Wir haben den Erfolg hier. Der Erfolg vielleicht auch in der Öffentlichkeit. Oder dass hier eine gewisse soziale Gruppe oder ein gewisses soziales Umfeld ist. Aber was wir hier ebenfalls sehen, ist diese Belastung. Hier gibt es beruflich gesehen Komplikationen und Umwege. Und das kann sein, dass irgendwas mit dem Thema Helfen hier für dich eine Rolle spielt. Helfen, Unterstützung, vielleicht unterstützt du andere, vielleicht musst du unterstützt werden aufgrund einer Belastung und Komplikationen, die es hier gibt innerhalb der Arbeit. Das könnte sich auf diese Energie beziehen. Die Sonne mit der besten Karte sagt mir aber auch, dass du mit irgendeiner Situation beruflich gesehen entweder sehr glücklich sein wirst, letzten Endes, oder dass hier etwas sehr erfolgreich wird.
Die andere Person könnte dich hier auch extrem positiv unterstützen, was das Thema Stabilität angeht, was das Thema Arbeit angeht. Auch das wäre möglich. Vielleicht arbeitest du mit der anderen Person auch irgendwie. Das wäre auch möglich. Wir sehen aber ebenfalls, du bist hier mit irgendwas im Zwiespalt, mit der Arbeit. Und das hat auch wieder zu tun mit deinen Emotionen. Vielleicht gibt es eine Situation arbeitstechnisch, die zu tun hat, wo du mit Frauen arbeitest oder mit Menschen mit Emotionen, mit der Psyche, mit dem Unterbewusstsein. Und du merkst irgendwas oder du merkst intuitiv, irgendwas ist hier nicht ganz stimmig, irgendwas ist nicht ganz richtig. Vielleicht bezieht sich das auf dein Arbeitsumfeld hier. Vielleicht merkst du, ein Arbeitsumfeld ist nicht das richtige Arbeitsumfeld für dich. Und dann haben wir aber grundsätzlich das Arbeitsumfeld hier nochmal in der Energie der Sonne, weil das hier das Haus der Sonne ist. Das heißt, es könnte ein Wandel stattfinden, wo du merkst, okay, das sind nicht die Menschen oder das Umfeld, in dem ich gerne mich befinden möchte arbeitsmäßig. Ich mache zwar das, was mir am Herzen liegt, das mache ich gerne, aber ich verändere hier nochmal was, ich transformiere nochmal was, sodass ich dann letzten Endes wirklich glücklich bin. Das ist die Energie, die ich hier für dich bekomme. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Monate an. Also, folge mir gerne auf Vimeo oder Patreon. Die Links findest du unter dem Video. Der erste führt zu Vimeo. Da kannst du dir das Einzelvideo anschauen. Und für die Jahreslegung habe ich immer zwei Möglichkeiten, weil die Videos so lang sind. Du kannst es ausleihen oder dir auch kaufen. Und wenn du es kaufst, kannst du dies halt das ganze Jahr anschauen, sodass du auch auf diese Legung mit der Anschlusslegung immer nochmal zurückschauen kannst und gucken kannst, ah, okay, wie entwickelt sich denn alles? Alternativ dazu, darunter ist Patreon und auf Patreon hast du die Möglichkeit, durch die Mitgliedschaft dir alle Erweiterungen immer direkt anzuschauen. Auch da kannst du gerne einmal raufhopsen. Und dann sage ich jetzt für dieses Video erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dich dieses Video hier unterstützt hat, wenn dich der Kanal unterstützt, dann kannst du mich unterstützen mit einem Like, einem Kommentar, Kanalabo und indem du die Glocke aktivierst, damit du up to date bleibst, sobald ein neues Video wieder hochgeladen wird. In diesem Sinne sage ich bis gleich in deiner Erweiterung.